Ja, und schön fort an diesen Stonepipes hier und Untergrund-Stonepipes und alles andere auch. Lab hier. Bau bitte. Da und da und da welche hin. Düdüt. So, das sollte helfen. Habe ich noch Tränke? Nein. Ist okay. Mach Stahl. Gib Stahl. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, mach rote Tränke. So, wie schaut's bei euch aus? Coal Briquette. Die nehme ich mal mit nach unten. Die dürften schon länger halten. Und sind richtig hoch stapelbar. Das ist schick. So, wir können jetzt Schwefel herstellen und theoretisch Batterien. Die Batterien wollte ich haben für irgendeine Waffengeschichte, das weiß ich noch. Da haben sich die Prioritäten jetzt gerade aber leider ein bisschen verschoben. Ich hätte ganz gerne den Waterbore, weil ich mir relativ sicher bin, dass so sauberes Wasser rauskommt und ich nichts filtern muss. Die Dinger brauchen aber trotzdem Strom. Müssten also eine autarke Stromversorgung haben. Da muss ich mal gucken, dass das so weit hinhaut. Grünes Grisselzeug habe ich noch. Ich hätte ganz gerne dich pausiert und dafür kurz Stein zu Ziegeln gemacht, weil ich brauche ganz viele Ziegel für die Steinrohre. Das ist gut. Du komische Anlage kannst weg. So. Ja, das läuft gleich wesentlich besser. Sehr schön. Das hier muss ich irgendwann anders regeln. Aber das ist irgendwann anders. Akkus. Mehr Akkus. Auch wenn die jetzigen noch nicht mal voll werden, oder? Oh, doch. Oh, das geht richtig schön hoch. Okay. Apropos richtig schön Solarenergie und so. Mach doch einfach mal Gerogenhasport 24 Stunden Tag. Ja. Das ist eine schöne Kombination mit den Solarpanels. Mal gucken, ob das auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Weil ich glaube, ich hatte schon mal ein, zwei Tage Tag gebucht und sie dann nicht bekommen. Was doch ein wenig dreist ist. Aber es ist vorgekommen. Da. Komplett, ja. Ja, das passiert dann. Wollte ich nicht eigentlich in Richtung Strommasten gehen, weil das viel wichtiger ist. Oh, das ging wirklich sehr schnell. Also Waterbore ist fertig, baue ich gleich um. Dann baue jetzt, erforsche jetzt bitte Electric Energy Distribution und danach die Better Electric Poles. So, setze Akkus dann doch wieder so. Später hier alles umreißen. So, alle Akkus sind gesetzt, alle das sind gesetzt. Ich würde ganz gerne Science Packs abbrechen. Und diesen Waterbore. So, das sind die ganzen komischen Sachen. Sieht wässrig aus. Clean Water. Made in Waterbore. Ja. Was? Nein, das sind die Briketts. Wo? Ah. Wow. Die sind ja günstig. Brauchen wir 10 von den Wasserdingern. Wie hält sich Strom? Hält nicht. Und ja, es wird schon wieder dunkel. Obwohl ich 2 Tage Tag gebucht habe. Sehr dreist, sehr dreist. So. No. Du setzt dich mal testweise einfach hier hin. Strom, ja. Und die scheinen 2x2 Felder groß zu sein, aber nicht als 2x2 Felder angezeigt werden. Was, ja, interessant ist. So, setzt dann mal hier hin.
Geht alles super auf, hm? Stopp. Lithia Water, Liquid Fuel. Ich kann Liquid Fuel pumpen. Wasser. Wasser reicht mir erstmal völlig. Jo, sauberes Wasser. Krass. Okay, Wasser. Wasser. Du weg. So, hin. Ganz viel sauberes Wasser hätte ich gerne. Und ich brauchte mehr Rohre erstmal. Egal, was für Rohre. Und die verbinde ich jetzt. Und ein Tank. Tanks haben wir noch nicht erforscht, ne? Nee, steht oben drauf auf der Liste. Ja, also Tanks kommen bald. Sauberes Wasser hätten wir hier. Obwohl mir das Muster echt nicht gefällt, wie die Dinger da aufgebaut sind. Das heißt, hier wäre dann Wasser. Dann kommen da drüben irgendwie die Boiler. Wobei Boilerbefüllung echt immer so eine Sache ist. Auch wenn wir diese komischen Brikett-Dinger da haben. Schmeiß die mal raus und tu die da hin. Das heißt, die werden erst von den Leeren geschnappt, weil die hier überall noch Kohle drin haben. Was ja auch in meinem Interesse ist. Außer, dass der die gerade alles sich schnort. Okay, 5 davon. Ja, die halten eine Weile. Oh, warte mal, das ist gerade noch der Brennwert von Kohle. Und jetzt gehst... Nee, du gehst auch schnell weg. Hammer. Also wir verheizen hier echt Unmengen an Zeug. Du funktionierst immer noch nicht ordentlich, ja. Dessen bin ich mir bewusst. Okay, machen wir... Kappen wir mal ganz kurz das Wasser, was eine super Idee ist. Bauen euch ab. Lass den Dinger kurz mit sauberem Wasser laufen. So. Pumpe da. So. Rohr. Go. Komm jetzt wieder nicht rein. Du. Wasser. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Go. So, jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die Akkus nicht leer gehen. Kein Druck. Mehr Solar Panels, mehr Akkus. Ok. So, und jetzt müsste sauberes Wasser eigentlich schön erhitzt werden und die müssten jetzt richtig schön durchpowern können. Sieht soweit gut aus. Die Briketts sind zur Hälfte weg. Ja, vielleicht doch die ganz großen nehmen. Hm, Gerugon? Könnte praktisch sein. So, füllen sich jetzt die Akkus wenigstens? Ja, tun sie. Nicht sehr schnell, aber sie füllen sich. Schwankungen sind auch da immer noch zu groß. Aber ist vertretbar. Huge. Sauberes Wasser ist eine tolle Sache. Tanks kommen bald. Wir haben auch demnächst das neue Muster. Das heißt, in der Hinsicht geht es auch aufwärts. Schön. Aber momentan bin ich noch total erschlagen von dem, was ich alles machen will, was ich wo machen muss und überhaupt. Da. Gib mir richtig tolle Poles. So. Wie sieht's aus mit den Tränken? Die werden jetzt auch recht schnell verbraucht. Rote sind keine mehr da. Bam. Ist jetzt rote dahin. Steinziegel für die Rohrproduktion, was dann nochmal boosten sollte. Also an Temperatur unten. Und ihr habt jetzt hoffentlich 300 Stück oder so für mich. Ja, okay, ihr zwei kommt schon mal nicht hinterher. Wir bräuchten Speedmodule. Wir brauchen mal wieder mehr Strom. Ja, aber es ist ein Anfang. So, da kommen die Dinger, die sind Arbeit. Gut, mehr. Mehr. Woran hapert's? Am grünen Zeug. Wohl grünes Zeug. Da.
Und ich vernachlässige gerade völlig das Militär. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich denke, dass dadurch, dass ich jetzt auf die Wirtschaftssachen gehe, dass mit dem Militär später wesentlich schneller geht. Weil halt alles mehr da ist als vorher. Und die beiden kommen fast nicht mit daher. Okay. Hier ist mal ein Stack, da ist mal ein Stack. Jo. So, noch mehr von euch. Ja, das sieht gut aus. 18 Solar Panels. Das wird ein richtig schöner Park. Ja, hier sollten eigentlich Fabriken und so hin, aber die können auch überall anders hin. Ah, ist vollkommen egal. So, Better Electric Poles ist auch schon bei 40%. Und dann werden da so viele von gebaut und ich kann überall Poles abreißen und ich kann viel tollere Muster machen und. Wo ist mein Akkus? Da, 16 Akkus. Wurzel. Füllt ihr euch oder entleert ihr euch? Ihr füllt euch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt mehr Akkus zu bauen bringt eigentlich gar nichts. Müssen erstmal voll werden. So. Deswegen brecht die mal ab und baue dafür mehr davon. Und ich habe ernsthaft keine Strommasten mehr? Okay. Nee, da warte ich kurz. Aus aktuellem Anlass warte ich da mal kurz. Und guck währenddessen nach hier unten. Die sind nicht so am Arbeiten, wie sie sollten. Und wir haben hier erste Verluste. Du hast nämlich keine mehr von diesen komischen Briketts. Da. Ja, bloß nicht hier Strom ausfallen lassen. 407. Wir haben gleich unseren ersten halben Gigajoule. Ah, sehr schön. Aber es wird auch wieder dunkel. Britzel, Britzel, Britzel. Ja, es kommt fast kein Wasser an. Mach die mal kurz aus und bau ganz viele von den Steinrohren. Damit wir die hier ersetzen können. Weil es kommt einfach nicht genug Wasser hier hinten an. Weg, 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 weg. Und da sind sie. Sauber. Mach bitte jetzt für uns Fluid Handlings für Tanks und Pumpen. Sehr wichtig. Und ersetzt bitte mal ganz kurz wieder das Werkzeug mit dem vorherigen Werkzeug. Wie auch immer das aussah. Das da. Damit wir für Abbauvorgänge und so weiter Erfahrungspunkte bekommen. Ist jetzt zwar irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 10% langsamer, aber das ist mir wert. So, da. So, da passt jetzt mehr Wasser rein. Also mehr Wasser. Nicht mehr Wasser. Du. So, und hier muss irgendwie, also da hinten muss dann später ein Tank zwischengeschaltet werden. Einmal einen Tank zwischen den Pumpen und den Boilern und einmal zwischen den Boilern und dem Dingens da, damit das schön stabil 100 Grad hat. Wobei ich glaube, es war ein Problem, wenn man erhitztes Wasser einlagert. Da gab es irgendwie ein Problem in der Formel oder so. Ja, ein halber Gigajoule-Puffer, der jetzt langsam runtergeht. Ganz langsam runtergeht, ja. Und es ist kein einziger Solarpanel an. Das machen alles gerade die und die Akkus. Ah, das ist sehr schön. Apropos, hier 20 neue Solarpanels. Hier. Bau better. Ja. Sapper. Wo seid ihr? Hä? Achso, ist noch in der Vorbereitungsphase. Schmeiß die mal da raus. Die mal da raus. Und Licht. Ja, Licht, soll ich zwischendurch auch bauen. Ah, oh, ich kann sehen. Das war echt schweinedunkel vorher. So, wo? Ich sehe sie nicht. Also er ist immer noch am Vorbereiten. Ah, das ist übel. Sehr, sehr übel. Ist mir überall Licht im Wappen.
So, da sind die ersten 5. Und die müssten jetzt eine Reichweite haben, dass ich die hier ersetzen kann. Und... oh. Und da ist eine Lücke drin. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Das geht auf. Aber es... bei meinem Glück klappt das wieder nicht. Ja. Bei meinem Glück klappt das wieder nicht. Setz mal wieder den da hin. Und den gehe ich mal kurz runter. In die unterlinkeste Ecke unserer Basis. Unserer momentanen Basis. Und setz hier willkürlich einen Pole.